Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Inside. Es hat sich nichts geändert seit der letzten Folge. Ich möchte immer noch hier durch. Und ich habe immer noch Angst vor diesem Seemonster, das sich hier mit uns im Wasser aufhält. Das ist schon super creepy. Ich suche jetzt erstmal auf der linken Seite. Ich habe immer Angst, auf der anderen Seite was verpasst zu haben, wenn ich auf der einen Seite so weit weiter kann. Kennt ihr das Gefühl? Man findet irgendwo einen Weg und in dem Moment fragt man sich, gab es woanders auch einen Weg? Ach nee, da oben ist eine Leiter oder so. Da komme ich jetzt aber so nicht ran. Ah, vielleicht kann ich das Ding einfach aufspringen. Okay, jetzt komme ich da hoch. Ah, ich vertraue jetzt mal drauf, dass auf der anderen Seite nichts war und fahre nicht nochmal zurück. Das wird schon okay sein. Ach, vielleicht das ist sogar ein Secret hier, weil das ist wieder ein von diesen seltsamen Dingern. Und das scheint auch der Grund zu sein, warum wo dieses Leuchten herkam. Habt ihr erinnert euch an das Leuchten unten hinter so Fenstern? Das hier scheint so ein Teil zu sein, dass das anleuchtet. Ein Tableau heißt das Achievement. Interessant. Also ich weiß nicht, wie viele von den Dingern es gibt. Ich habe mit Sicherheit schon ein oder zwei verpasst, würde ich behaupten. Oh, bin ich tot? Nein. Ah, das heißt aber, ich habe instinktiv die richtige Richtung hier durchsucht. Und außerdem war es richtig, immer alles zu durchsuchen. Um solche Secrets eben zu finden. Was aber wahrscheinlich bedeutet, dass der Ausgang auf der anderen Seite ist. Würde ich einfach mal schwer vermuten. Macht ja auch Sinn. Bis jetzt ging es nämlich fast immer nach rechts. Das ist auch der Spielinstinkt, immer nach rechts gehen. Das hat der Mario geprägt. Die hätten sich ja damals auch für links entscheiden können. Oh, hier kann ich nicht so einfach hochhüpfen. Und jetzt stecke ich am Sandstrand fest. Na, großartig. Ich glaube, unsere U-Boot-Fahrt ist zu Ende. Dafür sind hier wieder tote Menschen. Nee, Quatsch, das ist nur ein Stein. Ich hätte das gerade irgendwie für den Körper mit dem Kopf vorne dran gehalten, aber es ist nur ein Stein. Push? Ja, Push. Wow! Wow! Aber du bist kein Stein. Du bist doch ein Mensch. Frisst du mich? Ah, ich bin nicht stark genug, um das Gitter aufzumachen. Ich brauche so ein Gedankenkontrolle-Ding. Habt ihr eins gesehen? Ich nicht. Das sieht aus wie eins, das keinen Strom hat. Aber ich kann diesen Hebel hier nicht bewegen. Nach vorne, nicht nach hinten, nicht nach rechts, nicht nach links. Nö, da bewegt sich gar nichts. Ah, Strom. Daran fehlt's. Hallo, mein Freund. Irgendwas vibriert hier. Viel zu stark für meinen Geschmack. Yep. I don't like this. 19?
Dafür ist das Ding jetzt an. Oh, erster Stock, unterster Stock. Verstehe. Ein Fahrstuhl. Tja, wollte ich den zuerst nach oben oder wollte ich zuerst nach unten? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, ne? Hier ist ein Käfig mit Leuten, den ich nicht schieben kann, der aber trotzdem so wirkt, als würde er irgendwann da runterfallen. Denn hier ist so eine Schiene. Da müsste irgendwas Schweres dagegen rollen, dann wird der runterfallen. Dann würde er wahrscheinlich noch die Insassen dabei umkommen. Man bräuchte sowas wie ein großes Rad, aber woher hernehmen? Dieser Sprung sieht aus, als könnte ich ihn nicht schaffen. Ich meine, ich kann es mal ausprobieren, aber nee, nee. Das muss ein bisschen hochgezogen werden. Das hat hier so eine Kette. Entweder muss die eine Seite hochgezogen oder die andere Seite runtergelassen werden oder beides. Wie sehe ich diese Kette nochmal irgendwo? Ich fahre mal nach unten. Ding 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 ding. Fahrstuhlmusik. Oh, I don't like this red light district. Das Seil hängt zu hoch. Aber das muss nicht zwingend ein dauerhafter Hintergrundgrund sein, denn hier, oh, da kann ich das Ding ziehen? Nein, natürlich nicht. Das ist viel zu schwer. Und ich kann auch nicht irgendwie... Ich denke, das kann ich irgendwo anschalten. Wäre meine Vermutung. Wenn das rüberrollen würde, dann könnte ich auf das Seil und so weiter. Schauen wir mal, was sich rechts befindet. Das ist irgendwas. Also auf jeden Fall schon mal ein Rad, das ich drehen kann. Aber bevor ich das tue, schaue ich erstmal ein bisschen geradeaus weiter. Hier ist eine Leiter. Da komme ich wieder hoch. Aber nur, wenn ich irgendwas zum Draufstehen habe. Und hier ist das ganze Ding kaputt. Ich denke, da kann ich nicht rüberbalancieren. Okay. Dann drehe ich mal gerade hier am Rad. Und dann komme ich auch auf jeden Fall wieder hoch. Zumindest wenn das so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Okay, es funktioniert nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Und wie ich es erwartet habe, komme ich jetzt nicht an diese Leiter ran. Immerhin ist hier ein Gedankenkontrollding. Das aber zu hoch hängt. Da muss ich erst wieder nach oben klettern. Tja, schauen wir einfach mal. Die Strecke hier schafft man gerade so, bevor er ertrinkt. Und dann geht's nochmal weiter. Okay, hier geht's raus. Boah, es ist aber ein komplexes Rätsel, glaube ich. Also ein komplexer Raum zumindest. Viele Dinge, die man hier tun kann. Verfehlt. Reicht das denn, mich da hochzuschwingen? Das sieht recht weit aus. Hm, doch, das könnte reichen. Mein Junge ist ja ein Meister eben von Seilen abspringen. Ich weiß nicht, wo er dann Schwung hernimmt, um hier jetzt so weit nach vorne zu springen. Das ist doch im echten Leben etwas schwieriger, den Schwung da mitzunehmen. Ah,
Zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, von Leuten, die sich an Seilen schwingen. Aber egal, soll uns recht sein. Wow! Das ist neu. Cool. Laufen die jetzt mit mir rum? Ach, ist ja nett. Können die mich hochheben? Ja. Moment, wie funktioniert das? Ah, okay. Da war die Steuerung nicht ganz ersichtlich. Okay, ich denke, ich kurbel denen jetzt das Ding hier runter. B, ihr lauft in den Abgrund. Gut. Seid noch nicht selbstmordgefährdet. So, dann können die hier mit hoch. Dann können die mir beim Ziehen helfen. Unten. Nee, ich bin unten. Es gab da mehrere Stellen, wo die jetzt mit Ziehen helfen könnten. Im ersten Stockwerk gab es diese jetzt Tür, wo noch ein Typ hinten dran war. Aber auch hier das Ding. Und das Ding ist näher, deswegen machen wir das mal zuerst. Schauen wir, wie leicht das plötzlich geht, wenn man extra Hände hat. Muss ich das unter die Klappe stellen? Also irgendwie muss ich immer noch oben drauf kommen, das ist das Problem. Ah, und hier hört es auch auf. Ich stelle es mal unter diese Klappe da oben. Ich weiß noch nicht, wo das war, wo man dann da drauf kommt, aber ich denke, hier steht das Ding ganz gut. Ich kann ja jetzt auch nicht, ich probiere es nochmal gerade. Achso, die können mich vielleicht hochwerfen, ne? Ich kann da nichts sehen an der Stelle. Und es kommt auch gar nicht bis zu dem Seil, ne? Ah, oh, das sieht aus, als würde es knapp nicht reichen. Ah, oh, wie ärgerlich. Ja, also hier fehlt uns irgendwie ein Schienenstück. Vielleicht kann ich mich auch durch die Klappe durch, wenn ich da drauf komme. Das wäre so die andere Option. Naja, egal. Achso, die können mich an der Seil auch werfen, ne? Ja. Einmal schnell die rechte Seite checken. Ich nehme an, das ist eine Wand. Ja. Super. Jetzt könnte ich da drauf springen. Hier gibt es auch noch eine Klappe, die ich allerdings nicht öffnen kann. Okay. Dann springen wir mal auf den großen Container drauf. Was? Ach, die haben den verschoben. Mist. Ach, ihr seid zugehörig, Leute. Aber stark, stark seid ihr. So. So. Und dann müsst ihr mich hier nochmal hochwerfen. Hopp. Und dann darf ich nicht daran vorbeilaufen, an der Luke. Sondern ich muss einfach durchspringen. Am besten so. Okay, cool. Und jetzt schieben die mich. Ja, das ist perfekt. So, was gibt's jetzt hier? Achso, ich kann hier hochklettern, ja.
Komme ich hier nicht irgendwie ursprünglich her? Nee. Wo bin ich denn? Ist das ein Hebel? Nee. Also so ganz sicher bin ich mir nicht, wo ich jetzt gelandet bin. Das sieht auch nicht sehr sicher aus. Ich habe ein bisschen Zeit, um die Kiste da drauf zu legen. Oh. Nope. Und dann bewegt sich's gar nicht mehr hoch. Und wenn ich nicht drauf bin, kommt es recht hoch. Ich bin einfach zu schwer. Wahrscheinlich wegen meinem schweren Helm. Vorher hat es nämlich besser funktioniert im Hochfahren. Und die Kiste kann ich hier auch nicht rausschieben. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann da oben wollen würde. Weil an die Kapsel an sich komme ich ja gar nicht ran. Will ich mich drunter? Nee. Nee. Also das erschließt sich mir gar nicht. Das ist wieder so ein Ding, wo ich irgendwas Offensichtliches übersehe vielleicht. Aber vielleicht brauche ich meine Freunde. Meinen Trupp. Es ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt zurückgehe. Wo ich mir die ganze Mühe gemacht habe, da hinzukommen. Und es war umsonst. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie das funktionieren soll. Kommt, meine Lieben, wir haben noch andere Orte zum Erkunden. Und wir haben auch noch ein paar Minuten Folgenzeit. Wir können jetzt zum Beispiel mal ins Erdgeschoss fahren. Dann kriegen wir schon mal mindestens einen Kumpel mehr. Lass mich runter. Hup. Nämlich den, der sich hier hinten versteckt hatte. Was haben wir momentan? 2, 4, 6, nee, 5. Dann ist das hier Nummer 6. Zumindest wenn er gehorcht. Ja, der schließt sich uns an. Sehr schön. Ui. Das oben ist nichts, ne? Das ist nur Hintergrund, ja. Dann springe ich immer runter. Die kommen mir dann nicht hinterher. Vielleicht können die mich auch nach vorne werfen, dann käme ich an den Hebel ran. Also eine Lore da hinten mit noch mehr Leuten. Also ich glaube, ich sammle hier so viele Leute, wie ich kann. Könnt ihr mich in eine andere Richtung schmeißen? Ja, sie können. Cool.
Ich denke, ich muss etwas früher umschalten. Brauchen genug Schwung, dass sie drüber kommen. Und ich nehme an, dieses zweite Tor ist so ein Indikator, wann ich umschalten kann. Ja. Whoop. Ui. Oh, sorry, Leute. Bisschen harte Landung. Okay. Meine Armee der Finsternis wächst. Und ich weiß nicht, wo das Spiel gespeichert hat. Wobei, ich kann es nachschauen. Ja, beim Abholen der Leute. Das heißt, eigentlich sollte ich diese Szene noch zu Ende spielen. Vielleicht mache ich trotzdem einen Folgenschnitt, aber ich sollte auf jeden Fall noch bis zum nächsten Savepoint weiterspielen. Sonst steht mir ein langer Weg bevor, wenn ich das nächste Mal wieder aufnehme an der Stelle.